Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Foyson80 mit einem neuen Vorstellungsvideo. Vorstellungsvideo, kein Unboxing-Video, ja, mal wieder was Älteres präsentieren. Und zwar, die Edition, wo ich jetzt euch vorstelle, ist eigentlich keine große Edition, aber eine mit von den seltensten Dingen, wo es in Deutschland eigentlich gibt. Und das ist auch der heilige Gral in den Steelbooks, nennt sich auch dieses Teil. Und zwar, es geht hier um das John Rambo Steelbook Uncut von Amazon exklusiv mit diesem Tattoo, wo da drin ist. Und ja, wo der Film rauskam, aber noch keine Steelbooks gesammelt, ist klar. Ne? Und deswegen habe ich ihn mir jetzt auch erst später dazu kaufen müssen. Und wie gesagt, das Ding war nicht billig und ist echt wirklich eine mit von den teuersten Steelbooks, die es eigentlich in Deutschland zu haben ist eigentlich. Über den Preis reden wir jetzt mal nicht, sonst meine Frau würde im Hintergrund die zum Beispiel meine Füße anstupsen. Aber das war ja vor der Amazon und eigentlich alles vor langer, langer Zeit ist schon her. Ne? Das war immer vor langer, langer Zeit. Ja, das John Rambo Steelbook ist eigentlich richtig geil. Bis auf diesen blauen, schwarzen Balken oben, wo viele halt eben da hier den Blu-ray-Balken hassen viele, aber ich finde ihn jetzt unbedingt so störend. Okay, ohne wäre natürlich noch ein geiler gewesen, das Steelbook, aber man kann halt nichts machen. Er ist da und trotzdem gefällt mir das Steelbook sehr gut. Das ist eben die Uncut-Fassung, den gab es nämlich bei Amazon im Uncut zu kaufen, bis er eben dann beschlagnahmt und indiziert wurde. Und dann wurde eben diese Steelbook nämlich eingestellt. Also so viel wie ich weiß, oder rausgekommen gibt es glaube ich das Teil 3000 Mal, ist eigentlich doch eine große Zahl, aber irgendwie anscheinend ist es doch so selten jetzt, dass es halt eben so teuer geworden ist. Der Film geht 91 Minuten, hat DTS Master 5.1 Deutsch und englischen Sound, Deutsch Untertitel. Ja, über den Film ist extrem brutal, also für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Vermietung und Verkauf nur Erwachsene, strafrechtlich unbedenklich. Also der Film ist wirklich sehr krass. Also ich finde es richtig cool, wie sie das dargestellt haben, die Gewaltdarstellung, weil so ist nun mal Krieg und das fand ich auch richtig genial. Auch im Kino war ich in dem Film und der war wirklich hart. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe mal das Teil aus, ne? Denn es ist auch nur so ein Steelbook. Eigentlich soll das Steelbook Unboxing eigentlich nicht lange geben. Ich habe den Schutzhülle drin und eben hier jetzt eben noch einmal das Cover. Der Rambo, zumindest das die Machete, die soll ein bisschen glänzen, alles andere ist eigentlich recht matt. Und der Arm. Und der Arm. Ich sehe es bloß nicht, deswegen muss ich. Deswegen sag ich es. Gut genau. Ja, dann machen wir mal auf. Dann ist halt eben hier, musst du mal kurz drüber über den Tisch, dass hier eigentlich die Kratzer dran sind, weil das flippe ich glaube ich aus. Ist klar. Eben hier wichtige Hinweise über die Blu-ray. Der ist natürlich jetzt halt schon uralt. Es gibt schon gar nicht mehr da noch Werbung. Werbung gibt es immer dazu noch hier von High Definition. Der Unterschied mit verschiedenen Filmen. Und dann hier eben das John Rambo Tattoo. Wurde ich noch nicht verwendet, ist klar. Hier hinten drauf, wie es eben beschrieben wird. Hintergrundbild halt eben von einem Stallone. Und hier eben dann noch die Rückseite, zumindest die hintere Seite von dem Steelbook in den Leben. Und hier noch dann die Blu-ray zu sehen mit dem Uncut-Schriftzug drauf, was immer sehr wichtig ist. Dann packen wir alles wieder weg. Zap, zap. Und dann machen wir die Klappe zu. Und hinten drauf sehen wir jetzt eben die Specials. Ist ein TV-Special drauf und der USA-Kino-Trailer. Und ja, von der Seite sieht es so aus. Von unten, von der Seite und von oben in Blau. Ja, und das war das Vorstellung zu dem heiligen Gral des Steelbooks. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ihr könnt mich gerne unten abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Foyson80. Tschüss.